Warte mal kurz. Wir fangen jetzt los. Wir fangen jetzt los. Es ist jetzt ca. 9 Uhr und 3 Grad kalt. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu unserem veganen Koch, Robert Löchelt. Wer ihn noch nicht kennt, guckt mal hier oben in der Infokarte. Da verlinke ich mal das Interview mit ihm. Ich muss jetzt los, ich bin jetzt auch schon ein bisschen spät dran. Robert wartet schon und heute wird was Leckeres gekocht für euch. Wir bauen jetzt alles für euch auf, wuseln jetzt hier ein bisschen in der Küche rum. Der Löchelt, köchelt heute für ja, uns. Ja, genau, sehr gut. Bin mal gespannt, was er Leckeres für uns macht. Wir haben jetzt alles schön aufgebaut. Softbox hier, Softbox da. Wo ist die andere Softbox? Da hinten ist sie. Da ist die andere Softbox. Hier ist die GoPro. Und hier ist das Kamerastativ. Wir fangen jetzt an. Robert startet jetzt seinen Livestream auf Facebook. Jetzt haut er wieder ab. Das wird unser allererster Versuch, jetzt wirklich unser beide Premiere im Endeffekt, kann man sagen, ne? Dass wir jetzt hier das erste Mal wirklich so kochen. Ja. Deswegen freue ich mich, dass ich hier bei Robert sein darf. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Danke, dass du wieder bei uns bist. Ich bin gespannt, wie lange wir heute brauchen. Wir machen heute ein Tofu-Gulasch mit gedämpften Kartoffeln. Gedämpfte Kartoffeln im Dampfgarer, weil es wirklich eine leichte Alternative ist. Viele kennen gar nicht so Dampfgarer. Weil das kostet einfach 15 Euro bei Amazon. Schmeckt doch viel besser. Es schmeckt viel besser, weil es wird ja per Dampf erhitzt. Unten kommt das Wasser rein im Gerät und alle Vitamine bleiben enthalten. Dann, ja, der Klassiker ist natürlich weißer Tofu. Klar, viele mögen es nicht, aber ich denke mal, viele Leute, die meine Gerichte schon probiert haben, wissen eigentlich genau, macht's. Man nimmt einfach ein bisschen Pfeffer, Salz, Piment, Hefeflocken, ein bisschen Olivenöl. Und da hat man schon den Kopf wie Fleischgeschmack. Dann nehmen wir natürlich eine Knoblauchzehe. Wir nehmen als Gemüse eine Paprikaschote, zwei Tomaten, Zwiebeln. Wichtig ist immer bei mir, wenn ich was koche. Es gibt ein Buch von Viktoria Butjenko, das heißt die Revolution, glaube ich. Habe ich schon mal gehört, den Namen, und ja. Da beschreibt die, alle 5 Komponenten immer zu nehmen. Und zwar scharf, salzig, sauer, süß und bitter. Jetzt fragt man sich, was kann man in dem Gericht als Bitterstoff nehmen? Bitterstoff ist zum Beispiel, gibt es im Internet Tabellen, zum Beispiel nimmt man einfach zum Schluss ein paar frische Kräuter, und zwar Petersilie. Petersilie enthält Bitterstoffe, die schmeckt man gar nicht so raus, aber es ist voll easy und das Ziel ist immer, dass es rund ist, ja, das ist so das Ziel. Und natürlich, um das Ganze ein bisschen abzurunden, nehme ich hier ein bisschen Soja Cuisine von Provamehl, das ist quasi Sojasahne. Und ich nehme natürlich auch ein bisschen Rotwein. Ja, viele Weine sind ja nicht vegan, die werden auch viel durch die Fischblase gezogen. Ich habe hier einen veganen Wein aus dem Bioladen. Und ich nehme natürlich auch ein bisschen Dattelsüße zum Süßen nachher. 100% getrocknete Datteln quasi als Pulver. Ich nehme ganz einfach normale Kartoffeln. Die werden einfach nur ganz kurz gebürstet, gewaschen. Dann kommen die in den Dampfgarer rein. Und die sind meistens so nach 45 Minuten durch im Dampfgarer. Kartoffeln sind im Dampfgarer. Im Dampfgarer, genau. Einfach Leute eine Schüssel nehmen, daneben stellen, den weißen Tofu nehmen, wird geschnitten. Machen wir in normale Würfel. Einmal hochkant und dann, weil das sollen ja richtige Gulaschwürfel sein. So, machen wir einmal so. So, und dann entstehen solche Würfel und die sind sehr gut geeignet für Gulasch. Sehr gut. Danach Tofu einfach in die Schüssel rein. Bei weißen Tofu ist immer ganz, ganz wichtig, Leute, kauft einen Tofu, der nicht zu trocken ist. Viele Leute, die kaufen immer Tofu, weil sie sich halt nicht so gut auskennen, fragt jemand. Am besten ist immer Bio zu nehmen von Firma Typhoon, der ist wirklich am besten, oder von Firma Nagel. Bisschen Pfeffer, Salz. Also das ist jetzt erstmal Salz. Wichtig ist jetzt immer, dass diese Konsistenz, weil später machen wir eine Soße. Das muss zu salzig schmecken, es muss eine Konsistenz ergeben, dann braucht man das andere nicht mehr würzen. Das ist viel, viel leichter für alle. Also immer überwürzen, wenn man also die Soße dann nicht nochmal würzt. Ja. Weil dann alles, der Geschmack sich dann genau. Eben nochmal ein bisschen so verteilt. Denn, wie gesagt, hier ist eine Mischung aus eine kleine Messerspitze Cayennepfeffer und Piment. Piment brauchen wir aber noch ein bisschen für die Soße nachher. Das mache ich nur ein bisschen rein. Den Rest lassen wir übrig. Am wichtigsten immer erst die trockenen Zutaten rein. Hier haben wir ein bisschen Kalanamak-Salz, das ist jetzt Schwefelsalz, schmeckt ein bisschen nach Ei. Und hier haben wir Hefeflocken. Da nehmen wir jetzt alles rein. Warum ich das mache, ist deshalb, weil man da wirklich, ich will nicht sagen fleischähnliche Konsistenzen kriegt, aber das hat irgendwie
sowas Rundes einfach. Ja, ich habe das halt in so vielen Gerichten schon ausprobiert. Die Hefeflocken sind absolut geil. Aber in Verbindung mit dem Kalanamak noch. Das ist halt wirklich. Kalanamak ist auch nochmal so ein geiles Zeug. So Käse, Ei und das in Verbindung mit dem. Das wirkt richtig gut, Leute. So, dann empfehle ich euch immer, jeder kann schon was gerne anders machen, das einfach mit einer Gummizunge, mit einer Silikonzunge durchzurühren. Man kann es dann natürlich auch per Hand machen, man kann es mit einem Löffel machen. Hier habe ich aber den Vorteil, dass ich das, ohne dass ich mir jetzt dreckig mache, also die Hände dreckig mache, dass ich, ich mache das zwar gerne, aber hier wird es am besten durchgemengt. Und ich zeige euch nachher, wenn ich das, das wird ja gebacken heute, weil es nochmal eine andere Konsistenz ergibt. Da kriegt man mit der Gummizunge, seht ihr hier schon am Rand, man kriegt alles sauber, man spart Abwasch, man macht es nicht dreckig und es wird viel, viel besser durchgemengt. Und jetzt kommt einfach nur ein bisschen Olivenöl rein und wieder schön durchmengen. Jetzt machen wir einfach nur Folgendes, das Blech. Vorher das Blech mit ein bisschen Alsanfett, man kann auch einfach Olivenöl machen. Alsan aber nur deswegen, weil es wirklich einen komplett anderen Geschmack nochmal gibt. So, dann nimmt man einfach hier, füllt man ein bisschen ein. Ich nehme deshalb ein bisschen Alsan. Klar, man kann auch einfach Olivenöl nehmen oder Kokosfett, wäre noch gesünder. Ist einfach Alsan, ist pflanzliche Margarine. Hier geht es wirklich nur um Geschmack. Das Fett ist ein bisschen anders, das wird wirklich cremiger. Jetzt wird der Tofu einfach drauf, aufs Blech. Hier sind Reste, die würdest du normalerweise nie abmachen, aber hier sind die ganzen Gewürze drin in den Resten. Jetzt nimmt ihr einfach den Schaber und nimmt das so und der Tofu kommt jetzt einfach bei 190 Grad goldbraun backen. Umluft würde ich machen, man kann aber auch Grill machen, ja, es kriegt immer ein anderes Aroma. Ihr könnt euch da wirklich ausprobieren, haltet euch nicht stur an die ganzen Rezepte, ihr könnt auch noch andere Gewürze reinmachen. Jetzt wollen wir aber, wie gesagt, einen klassischen Gulasch machen. Ja. Wie lange machst du das dann im Ofen? Meistens dauert es ja zwischen 20 und 30 Minuten. Und ich würde auch empfehlen, nach 10 Minuten auf jeden Fall ein bisschen mal wenden. Oder du bist so empfindlich. Genau, das ist längs und dann drehst du das um. Und dann kannst du mal hier. Das ist ein Angeber. Und ein Teil der Zwiebeln, die kommen auch in den Ofen rein. Zum Tofu und ein Teil der Paprikaschote auch. Und einfach ein bisschen umrühren. Ah, das wird sehr gutes Essen hier. Da werden einigen Leuten das Wasser mit dem Mund zusammenlaufen, würde ich sagen. Spätestens dann heißt es nachkochen. Paprika halbieren, das würde ich immer abmachen. So, Kerne auch unbedingt abmachen. Und diese Innereien, die haben viele Vitamine, die kann man mitnehmen. Wenn man die ganz fein schneidet, das wird sowieso alles zum Schluss püriert, kann man die verwerten. Das wissen viele nicht. Das ist genauso wie bei Petersilienstielchen. Ja Leute, die Tomaten auch einfach klein würfeln. Was machst du jetzt da in der Pfanne? Du brätst jetzt oder erhitzt Fett, ne? Zum Anbraten. Genau. Und immer schön den Tofu nicht vergessen. Genau. Zwiebeln und Paprika rein. Knoblauch ganz schnell machen. Einfach abziehen hier. Man muss nicht unbedingt eine Knoblauchpresse haben. Man kann das auch zum Beispiel so abziehen und dann mit einem Messer klein drücken und ein bisschen Salz dran machen, dann wird der Knoblauchgeschmack noch ein bisschen intensiviert. Knoblauchpresse rein. Das reicht schon. Und das kommt jetzt auch mit in die Pfanne. Wenn man nicht so gut schwenken kann, kann man auch zwei Dinger nehmen. Erstmal so machen. Ich finde aber immer besser, man schwenkt es wirklich so, weil dann hat man auch mit den Gewürzen alles viel, viel besser verteilt. Jetzt ist folgende Situation, wir drehen den Ofen auf jeden Fall auch aus. Der Tofu ist fertig, Restwärme bleibt, hier machen wir volle Kanne. Dann kommen jetzt die Tomaten rein. Hier haben wir noch ein bisschen Piment, der kommt jetzt auch mit rein. Ein bisschen Salz und Pfeffer wieder rein. So, das Ganze durchschwenken. Wir gießen jetzt einfach die Rotweinsoße ab für den Gulasch, weil ja da Lorbeerblätter drin waren. Riecht schon ganz gut. Das brauchen wir nämlich später, wenn wir die Milchspitze machen, aber das heißt später gleich, zum Ablöschen. Jetzt sieht man ja, dass die Flüssigkeit schon viel weniger ist. Ja? Jetzt macht man einfach ein bisschen Dinkelmehl, zum Beispiel bei der Menge 1,5 Esslöffel ungefähr. Die macht man einfach rein, dann fängt es an zu binden und dann wird es mit dem abgelöscht, mit der Rotweinsoße sozusagen, mit ein bisschen Tomatenpassata und ein bisschen Sojacuisine wird es abgelöscht. Wenn einem das noch nicht dickflüssig genug ist oder Soßen, sag ich mal, noch nicht so eine richtige Soße drin ist, kann man auch noch ein bisschen extra Wasser mit reinmachen. Und immer dran denken, die beste Zutat ist
Lächeln, Smiling. Ne? Keep smiling. Wird jetzt hier so eine Art Konsistenz, wie man schon sieht. Und wir machen daraus die Tofu-Gulasch-Soße sozusagen, wo dann später der Tofu mit reinkommt. Ja? Wichtig ist immer bei einer Mehlschwitze, schön rühren, immer rühren, rühren, rühren. Erst bitte Tomatenpassata reinmachen. Und jetzt nach und nach nicht gleich alles reingeben. Und jetzt immer rühren. Jetzt fängt es an, siehst du? Und diese Masse immer nach und nach ablöschen jetzt. Das verbindet sich. Man muss immer rühren, damit keine Mehlklumpen entstehen. Hierzu würde ich wieder empfehlen, den Gummischaber zu nutzen, weil hier am Rand immer ganz, ganz viele Reste sind. Und guck mal, wie man schön sauber ist. Ich glaube, die frische waschen, ne? Jetzt erkennt man schon so einen leichten Gulaschcharakter, oder? So einen leichten braune Soße, Gemüse drin, ne? Das lasse ich jetzt nur kurz nochmal aufköcheln. Mal gucken, hier ist alles in Ordnung, nichts verbrannt, sieht gut aus. Machen wir das mal hier rein und dann pürieren wir einfach das Ganze. So, wir löschen jetzt ab, damit die Sojacuisine nicht hackt. Die hackt nämlich, wenn man das in zu großer Hitze reinmacht. Machen wir jetzt ein bisschen rein. Kann man nach Belieben auch machen, wie viel man will. Und jetzt geht's los mit dem Pürieren. Nehmen wir das hier rauf, damit man sich nicht gleich verbrennt. So, das sieht doch schon ganz gut aus, ne? So, hier sehen wir wieder die Vorteile des Schabers. Wir hauen jetzt einen Dattel Süße rein. Und danach kommen noch ein paar Kräuter rein. So, reicht. Einen halben Teelöffel. Nehmen einfach nur ein paar Basilikumblätter mit Stiel am besten. Ein bisschen Petersilie abgeschnitten, auch mit Stiel. Ich würde immer empfehlen, Kräuter macht sie kurz in der Hälfte denn zusammen. Und dann erstmal grob schneiden. Wiegemesser, da kann man sie erstmal nicht verletzen, die sind günstig. So. Und damit kriegt man die richtig fein, die Kräuter. Kann ich nur empfehlen, Leute. So, und das machen wir jetzt frisch. Wichtig ist immer, Kräuter zum Schluss in das Essen rein, weil der ganze Geschmack sich, der wird einfach nochmal aufgepeppt. Ansonsten geht der frische Geschmack von den frischen Kräutern, gerade Basilikum, Petersilie haben wir vorhin gesagt, Bitterstoff. Der Gesundheitsaspekt geht auch verloren. Geht verloren, genau. Sind dann einfach wie getrocknete Kräuter und bei vielen Sachen ist halt genau. Ein ganz schöner Unterschied, ob jetzt getrocknet oder frisch. So, jetzt ist halt der Punkt, frische Kräuter sind drin, ist alles schon umgerührt. Aber und jetzt kostet man einfach, es schmeckt schon auf jeden Fall wirklich wie Gulaschsoße durch den Pimenten, durch den Lorbeer, durch die Wacholderbeeren, durch den Rotwein. Aber mir ist noch ein bisschen zu lasch, aber ein bisschen Salz muss eigentlich nur noch rein. Und dann würde ich es wahrscheinlich schon so lassen. Ansonsten macht ihr einfach, wenn euch das nicht gefällt, zum Beispiel ein Tick Senf mit rein, ein bisschen Hefeflocken nochmal mit rein, so wie die Zutaten von oder ein bisschen Sojasauce, weißt du, dass da so ein Pep noch entsteht. Deine Tochter würde jetzt sagen, mehr? Ja. Mehr? Also schmeckt dir wirklich gut, ja? Ja, ja. Sprossen zum Dekorieren, frische Kräuter nochmal ein bisschen. Und das Kartoffeln. Erdstück. Kartoffeln einfach, ich esse sie gerne auch wirklich mit der Schale. Du auch, Stefan? Ja, deswegen kaufe ich eigentlich auch nur Bio. Oder ich kaufe nicht eigentlich. Ich kaufe nur Bio-Kartoffeln, weil ich die einfach nicht schäle. Also konventionelle Kartoffeln würde ich jetzt definitiv immer schälen. Genau. Ich nehme ja auch immer Bio, aber ich mache es jetzt fürs Anrichten, weil es einfach besser aussieht natürlich, ja, die schöne gelbe Kartoffel zu sehen. Um einfach schön dekorieren, wenn man Gäste hat, würde ich sogar empfehlen, schneidet die Kartoffeln in der Mitte durch, macht hier ein paar Streifchen zum Beispiel. Es muss natürlich schnell gehen, es darf nicht kalt werden, ne? Instagram-Foto. Es ist vollbracht, es ist vollbracht. Wir sind fertig, wir haben es geschafft. Also da bin ich echt neidisch. Robert kann echt gut anrichten. Aber das war's dann auch schon wieder. Wir haben jetzt lecker gegessen, ne? Hat klasse geschmeckt, Robert. Danke dir. Wir sind jetzt gerade am Einrichten von Roberts Kanal. Und zwar Roberts YouTube-Kanal. Da werden demnächst auch Videos kommen. Der Name war einfach Robert Löchelt, ne? Genau, Robert Löchelt. Verlinke ich euch unten seinen YouTube-Channel, Robert Löchelt. Wir haben es geschafft. Robert Löchelt ist online auf YouTube. Ich sag jetzt zu dem Gulasch hier, wo ist denn hier Licht? Zu dem Gulasch hier, goodbye.
bisschen was hat er mir sogar mitgegeben, der Herr Löchelt. Das haben wir jetzt geschafft und jetzt geht's wieder nach Hause. Navigieren nach Hause. Privat navigieren. Möchten Sie die Zielführung starten? Ja. Zielführung starten. Dann hätten wir das jetzt auch geschafft. Jetzt ist es, wie spät ist jetzt? Fast 19 Uhr. Ich werde jetzt auch nicht mehr viel machen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Daumen hoch, Daumen hoch. Und falls ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, klickt auf den Abonnieren-Button und auch Roberts Channel. Den verlinke ich euch auch nochmal. Und dann habe ich genug gelabert. Der Tag ist jetzt, wie gesagt, auch schon fast vorbei. Wird auch nichts mehr Tolles passieren. Deswegen sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.